Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Samstag, den 12. Mai 2018, mittags wunderbares Wetter draußen, wonach es heute Morgen gar nicht aussah. Fast strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint, Temperaturen sind über 20 Grad. Da gibt's für mich überhaupt nichts Besseres zu tun, als mich vor meinen Computer zu setzen und den nächsten Teil zu lesen in dem wundervollen Buch von Karl Theodor Griesinger, das er 1866 veröffentlichte, über die geheime und offene Wirkung der Jesuiten von der Gründung des Ordens bis heute. Und dieser 27. Teil beschäftigt sich natürlich immer noch mit den Wirkungen der Jesuiten in Deutschland und in angrenzenden Ländern, wie in dem letzten Teil auch, wo wir ja deutlich gelesen hatten, wie die Jesuiten Spaß dran hatten, die Protestanten zu verjagen und zu töten, vor allen Dingen aus Niederösterreich und Bayern. Und dann wollen wir mal sehen, wo uns die Lesung heute hinbringt. Aber bevor ich anfange, möchte ich euch eben noch meinen Bruder Michael vorstellen, der über Skype wieder mit mir verbunden ist heute und sich dazu eingefunden hat, mit mir die Lesung zusammenzumachen. Hallo Michael, herzlich willkommen und wie geht's? Ja, hallo Jörg, hallo liebe Hörer, Abonnenten und Bald-Abonnenten von Joggler 66. Ich freue mich jetzt auf den nächsten Teil und habe jetzt ansonsten gar nicht so viel zur Einleitung beizutragen, außer dass ich jetzt gespannt bin, wie es weitergeht. Das bin ich auch. Ja, dann lass uns mal anfangen, ne? Auf Seite 275 im PDF lesen wir im zweiten Absatz, und ich gehe jetzt nicht irgendwie weiter groß zurück. Wer das gerne möchte, der kann sich ja halt den vorigen Teil bitte schön anschauen. Wir lesen jetzt hier direkt in diesem zweiten Absatz weiter, in dem unser Autor schreibt: Solches musste jedem noch klarer werden, der das Gebaren der frommen Väter in ihrem geliebten Bayern eines eindringlicheren Blickes würdigte. Hier waren dieselben schon unter Albrecht dem V., wie wir gesehen, zu großer Macht gelangt, und noch mehr geschah dies unter seinem Sohne und Nachfolger Wilhelm des V., der von 1579 bis 1596 regierte. Auf dessen Erziehung hatte nämlich der Pater Hophaeus einen so bedeutenden Einfluss gehabt, dass man dem Orden schon deswegen unter dem zukünftigen wilhelmischen Regimente die glänzende Zukunft prophezeien konnte. Allein diese Erwartungen wurden dadurch noch bedeutend übertroffen, dass der Erbprinz anno 1568 die überfromme Renata, die Tochter des Herzogs Franz I. von Lothringen, heiratete und deren Beichtvater, den Pater Dominikus Mengin, auch zu dem seinigen machte. Denn dieser innerlich war ungemein anmaßende, äußerlich aber überaus geschmeidige und hofmännische Jesuit musste sich nach kurzem schon seines vornehmen Beichtlohnes vollkommen Beichtsohnes, Entschuldigung, seines vornehmen Beichtsohnes vollkommen zu bemeistern. Er wusste sich, ja? Was habe ich denn gelesen? Er musste sich. Er wusste sich. Das M und das W ist auch teilweise ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Entschuldigung dafür. Ja, Wilhelm ließ sich, nachdem er an die Regierung gelangt, wie ein Kind von ihm leiten und wetteiferte von da an mit seiner Gemahlin in der tollsten Verschwendung zugunsten des Ordens Jesu, wovon die Prachtbauten in München selbst das beste Zeugnis geben. Weil aber diese Verschleuderung des Landesvermögens nach und nach ins Ungeheuerliche ging, und weil der Regent zuletzt für nichts mehr Sinn hatte als für jesuitische Angelegenheiten, insbesondere liebte er es, mit seinem geliebten Beichtvater bei der ärgsten Sonnenhitze in der ärmlichsten Pilgrimskleidung zu Fuße nach Duntenhausen oder auch nach Altötting zur Schwarzen Maria zu wallfahrten und dort bedeutende Opfer zu bringen, so entstand endlich eine allgemeine Unzufriedenheit unter dem Volke, und der Herzog sah sich infolgedessen genötigt, anno 1596 zugunsten seines Sohnes Maximilians abzudanken. Und hier lesen wir in einer Fußnote, dass Wilhelm V. zog sich nach seiner Abdankung in das Kollegium der Jesuiten zu München zurück, um von nun an ganz der Andacht zu leben, und starb da selbst als eine Art Heiliger erst anno 1826 mit Hinterlassung einiger Gebetbücher-Manuskripte. Da kann man mal sehen, was davon kommt, wenn man von Anfang an jesuitisch erzogen wird. Die Seele ist total verloren und dem Teufel zugewandt. Nunmehr meinten die Bayern, also nachdem der Maximilian übernommen hatte, werde das goldene Zeitalter für sie beginnen. Denn man wusste aus vielen Äußerungen des jungen Regenten, dass sein eifrigstes Bestreben sein werde, sein Land zur höchsten Blüte zu bringen.
Allein, man hat die Rechnung ohne die Jesuiten gemacht. Oder, wie wir bekannterweise heute sagen, man hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Maximilian I., Herzog von Bayern, von 1596 bis 1651, eine verdammt lange Zeit, war, wie wir wissen, mit Erzherzog Ferdinand in Ingolstadt von den Vätern der Gesellschaft Jesu erzogen worden und hatte ganz dieselben Grundsätze eingezogen, welche jene erfüllten. Man kann sich also wohl denken, dass der Einfluss der Jesuiten mit seinem Regierungsantritt kein geringerer wurde, als er unter seinem Vater gewesen. Nur äußerte er sich auf eine andere Weise, weil Maximilian ein Mann aus ganz anderen Schlags war und sich eines energischen Geistes sowie einer nicht geringen Bildung rühmen konnte. Wie und worin aber äußerte sich nun der jesuitische Einfluss? In nichts Geringerem als darin, dass sie ihm die Überzeugung beibrachten, Gott habe ihn zum Rüstzeug ausersehen, um ganz Deutschland zur Glaubenseinheit zurückzuführen und dem verhassten Ketzertum ein für allemal ein Ende zu machen. In Bayern selbst gab es für den glaubenseifrigen Fürsten in dieser Beziehung nichts zu tun, denn das ganze Land war, dank der Fürsorge seiner Vorfahren, gut katholisch geblieben, und es erwachte daher in seiner ehrfürchtigen Brust ein großer Neid auf seinen Jugendfreund und Schwager Ferdinand von Innerösterreich, dessen Heldentaten auf kirchlichem Gebiete damals die ganze katholische Welt elektrisierten. Ja, jetzt haben wir hier zwei Fußnoten. Die eine ist am Ende der Seite davor, wo es über den glaubenseifrigen Fürsten geht. Und da lesen wir in der Fußnote: Um dem Leser einen Begriff von dieser Glaubenseifrigkeit zu geben, will ich nur das Kuriosum anführen, dass er der erste katholische Regent war, welcher seinem Erstgeborenen in der Taufe den weiblichen Namen der Maria und zugleich den Namen des Jesuitengenerals Ignatius beilegen ließ. Auch ließ er zuerst Münzen schlagen mit dem Bilde der Maria sowie der Unterschrift Patrona Bavaria, also die Beschützerin des Bayernlandes. Ja, und Männer, die den Vornamen Maria tragen, sind ja heutzutage gang und gäbe, vor allen Dingen, wenn sie aus Bayern kommen. Es gibt da doch diesen einen Schauspieler, aber jetzt komme ich natürlich auf seinen Namen nicht. Aber könnt ihr ja gerne mal selber nachschauen. Also das ist heutzutage gang und gäbe, und zwar schon seit mehreren Jahren, also nicht erst seit 2018, sondern ich spreche seit 50, 60, 70 Jahren, so alt, einer der Schauspieler ist so alt, wo die mit Zweitnamen Maria genannt werden. Ja? Wenn man einen solchen trifft, dann weiß man direkt, welches Geisteskind er ist, obwohl das Kind natürlich da nichts für kann. Das hat sich seinen Namen ja nicht ausgesucht. Aber man weiß dann, welche Schulen dieserjenige durchlaufen hat. Und außerdem, wenn ich mit dem Namen Maria nicht einverstanden bin, dann kann ich ihn später ändern lassen. Ne? Zum Beispiel Klaus Maria Brandauer, ist das nicht ein Regisseur? Ja, nein, das ist Brandauer. War der nicht ein Schauspieler mit James Bond? Klaus Maria Brandauer? Schauspieler oder Regisseur, ja. Ich weiß nicht mehr, das ist noch einer davon. Ja, Christoph Maria Herbst gibt es da noch. Ja, auch, genau. Günther Maria Halmer, gibt da schon so einige, ne? Ja, es gibt da schon so einige, ja. Also das ist wirklich eine Seuche, die sich da verbreitet hat, nach dem Motto, die Männer mit dem Frauennamen Maria zu benennen. Und auf der nächsten Seite haben wir eine Fußnote, nachdem wir hier über den Schwager von Innerösterreich lesen, da hatten wir ja in der letzten Sendung drüber gesprochen. Und da steht in der Fußnote: Erzherzog Ferdinand hatte sich am 23. April 1600 mit Maximilians Schwester Maria Anna verheiratet. Also, diese ganzen Heiraten, die da untereinander passieren, das ist ja auch eine Sache, das sollte man vielleicht mal erwähnen, das ist ja auch, will ich mal sagen, in dem Versuch, um eben unter dieser einen Blutlinie, um es mal so zu nennen, die Kontrolle von ganz Europa zu kriegen. Wenn ich die verschiedenen Königshäuser, Fürstenhäuser, Grafenhäuser und was es nicht alles gibt, untereinander verheirate, dann ist nachher im Grunde ja die Regentschaft der ganzen Region in der Hand einer einzigen Blutlinie, einer einzigen Familie.
Das haben sie immer und immer und immer wieder versucht in Europa. Und trotzdem gab es weiterhin Zwiespalt. Tja, der Zwiespalt kam natürlich meistens von den Jesuiten, davon mal abgesehen. Aber auf die Art und Weise haben sie es im Grunde geschafft, dass ganz Europa mehr oder weniger von ein und derselben Familie regiert wurde, durch die Jahrhunderte hin. Und das ist etwas, was wir heute auch noch haben. Ich meine, die Leute sind ja so bescheuert in Deutschland. Da gab es doch nach der Wiedervereinigung diesen de Maizière, den sie da zum Minister gemacht haben, aus dem Ostdeutschland, ne? Dem sein Sohn Thomas de Maizière ist jetzt auch Minister in Deutschland. In Amerika hatten wir George H.W. Bush, Präsident zwischen 1991 und George bis 1991, also der Vater von George W. Bush, dem sein Sohn dann halt Präsident wurde in 2000. Ne? Ja. Sein Vater war Präsident nach Reagan und er war Vizepräsident unter Reagan. Und wir wissen, dass die Vizepräsidenten die meiste Macht halten. Ja? Also dieses Familiengeklüngel, das gibt's heute noch überall. Denkt mal jetzt zum Beispiel an Korea. Wer ist denn da der Nachfolger von dem... das ist doch auch der Sohn Kim Jong-il, der übrigens in der Schweiz auf einem jesuitischen Jungenkloster erzogen wurde. Ja? Davon mal ganz abgesehen. Ne? Also wer denkt, dass da in Korea irgendwie irgendwas ist, da, dass die sich, will ich jetzt mal sagen, dass die aus der Reihe tanzen oder so? Nee, die sind alle kontrolliert von A bis Z. Und dieses, und dieses Familiengeklüngel, das kann man also weltweit beobachten. Das ist überall dasselbe. Und die Leute sind sowas von bekloppt. Ich wette, wenn morgen in Deutschland der Sohn der Merkel antreten würde, wenn die einen hat, dann würden sie den wählen. Ja, ja, es gibt ja auch ganz viele Genealogie-Stammbäume, die da nachweisen, dass die amerikanischen Präsidenten dann immer auch mit europäischen Königshäusern noch verwandt sind und dass da also auch eine ganze Menge Übereinstimmung ist. Das scheint wohl so zu sein, dass man eigentlich als angeblicher Demokrat dann doch keine Wahl hat, außer zwischen den einzelnen Mitgliedern der einzelnen bekannten Familien auszuwählen. Das ist richtig, ja. Da gibt es überhaupt nicht viele Möglichkeiten, ob das jetzt... Ich meine, George W. Bush hat es ja selbst gesagt, dass das Regieren in den Vereinigten Staaten viel leichter wäre, wenn es keine Demokratie, sondern eine Diktatur wäre, solange wie er der Diktator wäre. Hat er selbst gesagt. Mhm. Ist in einem der Videos, die ich jetzt letztens hochgeladen habe von Brett Norman. Da gab es ja diese zwei Videos, die ich auf meinem Kanal hochgeladen habe, auf meinem Erstkanal. Müsst ihr euch mal anschauen da, also in der Zeit vom im April 2018 wurde das hochgeladen, müsst ihr da mal schauen. Und da kommen viele Dinge von George W. Bush drin vor und da kommt unter anderem das vor, dass er sagt von ja, es wäre viel leichter, wenn es eine Diktatur wäre statt eine Demokratie, solange ich der Diktator bin. Damit natürlich verschleiernd, dass diese Demokratie, wie wir sie nennen in den Vereinigten Staaten von Amerika, sowieso keine Demokratie ist, sondern eine Diktatur. Und das spätestens seit Roosevelt 1933, seitdem die Amerikaner unter Kriegsrecht stehen. Wenn man das ein bisschen verfolgen müsste, dann müsste man viel von den Informationen nehmen, die Eric John Phelps in seinem Buch geschrieben hat, Vatican Assassins Wounded in the House of My Friends. Mhm. Aber ich will jetzt auch nicht zu weit abweichen, aber es ist ja da deutlich... Da kann man Sendungen, da kann man eine zehnteilige Serie definitiv drüber machen, wenn man sieht, wer alles mit wem, und im Endeffekt sind das dann tatsächlich alles die Puppets on a String und nicht eben irgendwelche Volksrepräsentanten. Ich kann nicht gleichzeitig zur Elite gehören und gleichzeitig Volksrepräsentant sein, währenddessen ich die Interessen anderer Lobbyisten oder entsprechender Banken vertrete. Das sehe ich eigentlich bei jedem Politiker, dass da Verbindungen sind. Deswegen halte ich dieses ganze System für nicht nur fragwürdig, sondern halt einfach ein völliges Schauspiel. Und da kann man eigentlich dann nur sagen, dass schon im Mittelalter einfach versucht wurde, den Leuten da etwas vorzugaukeln, eine Illusion zu schaffen und im Endeffekt dann doch die Fäden grundsätzlich immer in der Hand zu behalten. Ne? Das hast du ja eigentlich echt in jedem Land. Ja, also im Großen und Ganzen lässt sich das mit einem Satz kurz zusammenfassen. Politik ist Teufelswerk.
Deswegen ist Politik auch in der Bibel überhaupt nicht erwähnt, weil es nämlich absolut Werke des Teufels sind. Und ich habe es immer, ich habe es letztens noch mit einem guten Freund so versucht, anschaulich zu erklären. Schau dir an, die Politiker sind die Puppen aus der Augsburg-Puppenkiste. Und ich liebe die Augsburg-Puppenkiste, gar keine Frage. Ja, ja, solange aber man da die gibt's, Fäden sieht, ne? Eher solange man die Fäden nicht sieht, ne? So. Ja, das, und die Leute, aber die Puppenspieler, ja, die liegen da eine Ebene drüber. Das sind meiner Meinung nach, zum Beispiel jetzt vergleichen, jetzt zu den Politikern im Vergleich, die Medien beispielsweise, ja, so, die dann ja, die ganzen Stachen steuern, wie man jetzt halt die entsprechende Puppe jetzt wahrnimmt. Der Trump wird ja aus gutem Grunde in Deutschland beispielsweise immer mit offenem Mund dargestellt, um halt ein bisschen debil darzustellen, aber ich will jetzt gar nicht so tief ins Thema rein. Aber es gibt ja noch mal in diesem Spiel für der Augsburg-Puppenspiele eben nicht nur die Puppe und den Spieler, sondern auch noch den Produzenten, den Regisseur, den Beleuchter etc. Also die ganzen Leute, die wir niemals zu Gesicht bekommen. Ja, und auch die Leute, die das Ganze finanzieren. Und auch nachher auch diejenigen, die die ideologische Ausrichtung dafür dann haben, nach dem Motto, was wollen wir denn mit dem Inhalt jetzt jemandem vermitteln? Und das ist halt einfach eine Sache, die ich für mich herausgefunden habe, dass ich die ja so am plastischsten erklären kann mit der Augsburg-Puppenkiste. Ja, oder mit dem Bild, was ich oftmals einbaue in meine Videos, der Vatikan, der an den Strippen einer Hand hängt, ja, die eben der spielt. Pate. Der Vatikan, der eben der Puppenzieher ist. Und das haben wir ja nicht nur gelernt mit dieser Lesung hier, wo wir jetzt sehen, wie die Jesuiten sich immer in die höchsten Regionen einarbeiten, durch dass sie die Beichtväter werden und solche Dinge, weil es ist immer eine Regierung von oben herab nach unten und uns wird verkauft, dass Demokratie eine Regierungsform von unten nach oben ist, ne? Also aus dem Volk und eine Regierung für das Volk und das Volk regiert, ja, überhaupt nicht wahr. Also Demokratie ist eine typische Erfindung der Jesuiten. Jetzt schreien wahrscheinlich viele und sagen von, ja, das kommt ja aus Griechenland. Ja, okay, Griechenland ist ja nun bekannt dafür, dass es das Land der Philosophen ist. Mhm. Aristoteles, Plato, Sokrates, um mal einige zu nennen. Und die römisch-katholische Kirche baut sich auf den Lehren Griechenlands auf, wie zum Beispiel Thomas von Aquin, der mit seiner Summa Theologica ein monumentales Werk errichtet hat. Deswegen ist er ja auch Doktor der römisch-katholischen Kirche. Das 100% sich auf der griechischen Philosophie aufbaut. Ne? Und das ist halt die Philosophie der römisch-katholischen Kirche. Und die römisch-katholische Kirche regiert alles, weil sie sagt, die spirituelle, also die geistige Macht, steht über der weltlichen Macht. So, sie ist die geistliche Macht und deswegen steht sie über der ganzen weltlichen und alles Weltliche muss sich ihr unterordnen. Und dann spielt es im Grunde gar keine Rolle, wen man da auf den Thron setzt, nur geschichtlich gesehen sind die ganzen Adligen, die wir heute hier haben, da müsst ihr mal auch in der Geschichte zurückgehen, es gibt keine Adligen aus dem alten römischen Reich, also aus dem alten heidnischen römischen Reich, die heute noch irgendwo vertreten sind. Die ganzen Adligen, die wir heute haben, sind alle nur zurückzuführen, diese ganzen Adelstitel sind nur zurückzuführen auf Leute, die sich in Kriegen für die römisch-katholische Kirche bewährt haben und die für die römisch-katholische Kirche eingetreten sind und als Dank dafür Land und Titel geschenkt bekommen haben. Sei es Fürst oder Kurfürst, sei es Graf oder Baron oder sei es König. Ja, das waren Leute, die für die römisch-katholische Kirche gekämpft hatten und als Dank dafür Ländereien und Titel geschenkt bekommen haben. Und deren, zwischen Anführungszeichen, Blutlinie ist das, was wir heute die Adligen nennen. In Deutschland, in Dänemark, in Belgien, in Norwegen, überall in diesen ganzen hauptsächlich noch königsgeführten Ländern, die wir haben, ja? Wir haben ja in Deutschland drei Länder, die uns umgeben, die alle Königreiche sind. Dänemark, Niederlande und Belgien. Und in Europa haben wir ja noch mehr. Ja? Wenn wir dann nochmal Spanien mit zurechnen und England mit zurechnen und so weiter und so weiter. Und all diese Königshäuser sind alle nur entstanden aufgrund ihrer militärischen Leistung, die sie für die römisch-katholische Kirche geliefert haben. Ein Paradebeispiel dafür aus der Lieferung von aus der Lesung von mir von Herrscher des Bösen ist der Graf von wie heißt er da wieder? Jetzt komme ich nicht auf seinen Namen da. Der Vorgänger von den Carrolls, Graf Calvert, der da in den Vereinigten Staaten von Amerika war, ist ein Paradebeispiel dafür. Ja,
von Baltimore. Ich komme jetzt nicht auf den genauen Namen, spielt auch keine Rolle. Könnt ihr euch ja selbst anschauen, könnt das Buch Rulers of Evil selbst lesen und euch darüber informieren. Aber Beispiele gibt es dafür mehr als genug. Und es ist immer diese Elite, wie Michael auch schon richtig angeholt hat. Es gibt Beweise dafür, dass die amerikanischen Präsidenten Blutlinien verwandt sind mit dem englischen, hauptsächlich Königshaus in Europa. Und zwar jeder Präsident, der bis jetzt irgendwie an der Macht war in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Viel wichtiger finde ich, dass alle Präsidenten seit Mitte der 50er Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika bis auf zwei Ziehkinder des CFR sind, des Council on Foreign Relations, der ja von Jesuiten gegründet und geleitet wird. Aber lasst uns jetzt nicht zu weit abschweifen von der Buchlesung hier. Aber ich finde, dass mit der Familie, was wir gerade eben hier gelesen haben, mit der Blutlinie, wie eben auch hier der Jugendfreund, der Schwager Ferdinand von Innerösterreich, der sich verheiratete mit Maximilians Schwester Maria Anna, finde ich interessant, um mal eben dann darüber zu sprechen, dass eben diese ganzen Familien in Europa untereinander so verwoben sind. Und wenn wir nicht diese Königshäuser haben, die uns regieren, nein, dann sind die Deutschen unter anderem auch noch so bekloppt und wählen Leute wie den Sohn von diesem de Maizière. Das ist ja nicht, weil der Vater ein Politiker war, dass der Sohn auch Politiker sein, dem man dann auch noch Erfolg geben muss. Ja, also ja, schau mal, die Ursula von der Leyen ist ja auch die Tochter von dem CDU-Politiker Ernst Albrecht. Die ist sogar in Brüssel sozusagen in Anführungsstrichen aufgewachsen. Ja, also das zieht sich ja durch mehrere Hierarchien da. Na gut, der Maizière war jetzt der Einzige, der mir jetzt so eben aufgefallen war, weil sonst interessiere ich mich oder verfolge ich natürlich die deutsche Politik nicht mehr so, aber da hast du natürlich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Michael. Ja, richtig. Gut, fahren wir weiter in dem Buch von Theodor Griesinger, wo wir lesen, was war also natürlicher, als dass die Jesuiten diesen Neid zu immer höheren Flammen anbliesen, so wie dass sie denn nach ähnlichem Ruhme Dürstenden den Weg eingaben, wie er sich sogar einem noch viel größeren gewinnen könne. Daran nämlich zweifelte Maximilian von Anfang an nicht, dass der Religionsfrieden, welchen der Kaiser im Jahre 1555 mit den Protestanten abgeschlossen hatte, jeden Augenblick von den Katholiken gebrochen werden dürfe, weil die Freigebung einer irrigen Religion, und die evangelische Lehre war doch natürlich in seinen Augen eine irrige, eine rechtlich unerlaubte Handlung sei. Und folglich handelte es sich bloß darum, wann man denselben brechen solle. Um aber, sobald dieses Wann eintrete, mit Aussicht auf Erfolg operieren zu können, sammelte er in aller Stille Soldaten, Kriegsmaterial und Geld, vorgebend, es geschiehe dies wegen eines drohenden Türkenkrieges, in Wahrheit aber nur allein des großen Glaubenkriegs halber, auf dessen Ausbruch die Jesuiten nunmehr mit aller Macht hinarbeiteten. Naja, da fühle ich mich dann doch erinnert an meine Vorhersage aus der letzten Sendung, wo ich von der Vorbereitung des 30-jährigen Kriegs gesprochen hatte. Na? Ehe sie jedoch den Vorhang zu dieser furchtbaren Tragödie aufzogen, ja, schön geschrieben von dem Griesinger hier, um uns noch einmal deutlich zu machen, wie man im Englischen so schön sagt, the whole world is a stage, die ganze Welt ist ein Theater. Ja. Ehe sie jedoch den Vorhang zu dieser furchtbaren Tragödie aufzogen, wollten sie den Helden derselben vorher gleichsam einüben. Und sie führten deshalb nunmehr einige Vorspiele auf, von denen zwei besonders bemerkenswert sind, nämlich die gewaltsame Wegnahme und Bekehrung von Donauwörth sowie der Übertritt Wolfgang Wilhelms von Pfalz-Neuburg zum katholischen Glauben nebst der Ausrottung des Protestantismus in seinen Landen. Donauwörth war in früheren Zeiten eine bayerische Stadt gewesen, hatte sich aber schon seit 1420 Reichsfreiheit errungen und diese ihre Freiheit durch fast volle zwei Jahrhunderte hindurch zu bewahren gewusst. Also eine freie Stadt, genau wie zum Beispiel Hamburg, die ja den Titel immer noch trägt, Freie und Hansestadt Hamburg. Den Glauben der Einwohnerschaft anbelangend, gehörte ein Teil noch dem Katholizismus an, und dieser fand seinen Hauptstützpunkt in dem Kloster zum Heiligen Kreuze, das der Benediktinerorden daselbst besaß.
mehr als vier, Moment, das ist hier wieder ein bisschen verrutscht natürlich, mehr als vier Fünfteile der Bürger aber bekannten sich zum Luthertum. Und man konnte also den letzteren Glauben als den herrschenden bezeichnen, also Lutheranismus. Doch kamen seit dem Religionsfrieden beide Partien ganz gut miteinander aus. Und es hatte sich sogar in den letzten 20 Jahren des 16. Jahrhunderts ein förmliches Freundschaftsverhältnis zwischen Katholischen und Lutheranen hergestellt. Da gelang es nach dem Hingang des toleranten Abts Christoph Gerung im Mai 1602 den Jesuiten, durch die Fürsprache ihres großen Gönners Maximilians I., Entschuldigung, sowie ihres besonderen Freundes des Bischofs Heinrich V. von Augsburg, die Mönche dahin zu bestimmen, dass sie den Leonhard Hörmann, ein bayerisches Landeskind, zum Abt erwählten, und nun sollte es mit dem Frieden ein baldiges Ende nehmen. Auf das Anraten seines Beichtvaters, des Jesuitenpaters Johann Busilius, Johann Busilius, nämlich, ermunterte Herzog Maximilian den Hörmann, sich die seit Dutzenden von Jahren bestehende magistratische Verordnung, dass keine öffentliche Prozession mit Kreuz und Fahne durch die Stadt abgehalten werden durften, nicht mehr gefallen zu lassen. Und der Abt befolgte sofort im Jahre 1605 diesen Wink. 1605, da kann ich nicht helfen, um immer an den Schießpulverplot, an die Schießpulververschwörung in England zu denken. Jo. Am Fronleichnamstage, also das ist dann Anfang Juni des Jahres, veranstaltete er also einen großen, pomphaften Umzug und verletzte dadurch das Gefühl der protestantischen Einwohner nicht wenig. Es kam übrigens zu keinerlei Ruhestörung dabei und die einzige Folge war, dass der Magistrat sich Ähnliches für die Zukunft verbat. Letzteres aber nahm der Abt, sowie der genannte Bischof von Augsburg, in dessen Sprengel das Kloster gehörte, mit großem Missfallen auf und beide beklagten sich beim kaiserischen Reichshofrate über den Druck, unter dem die Katholiken Donauwörth zu, zwischen Anführungszeichen sage ich jetzt mal, zu leiden hätten. Der Reichshofrat, sonst nicht eben die expediteste Stelle, was heißt das denn, expediteste Stelle, also die am meisten geeignetste Stelle, würde ich vielleicht ja jetzt irgendwie sagen, gab nun bereits im Oktober 1605 die Entscheidung, dass derlei Umzüge stattfinden dürften und machte den Magistrat für alle etwaige Exzesse verantwortlich. Der Magistrat aber blieb dabei, dass es besser wäre, den gemeinen Mann nicht absichtlich zu reizen und forderte den Abt zum Friedenhalten auf. Dessen ungeachtet veranstaltete Hörmann am 11. April 1606 einen noch prunkhafteren Umzug nach dem benachbarten Dörfchen und machte dieses sein Vorhaben der ganzen Einwohnerschaft den Tag zuvor von der Kanzel herab auf eine recht höhnische Weise kund. Somit konnte es nicht ausbleiben, dass der rohere Teil unter den Evangelischen sich zusammenrottete und die Prozession nicht nur mit einem Steinhagel begrüßte, sondern auch eine Fahne in Stücke zerriss. Natürlich lief jetzt eine noch viel energischere Klage beim Reichshofrat ein und nachdem vielfach hin und her gestritten worden war, beauftragte Kaiser Rudolf II. Auf das Andrängen Maximilians I. den Letzteren. Zitat: Die Katholiken in Donauwörth gegen ferneren Unglimpf zu schützen, sintemale der Magistrat offenbar zu schwach sei, um die übel gesinnte Bürgerschaft im Zaume zu halten. Ende Zitat. Jetzt hatten es die Jesuiten so weit, als sie bei diesem abgekaterten Spieler haben wollten, und das Übrige war nur Kinderspiel. Zuvörderst schickte Maximilian einige Kommissare in die Stadt, um die nötigen Schutzanforderungen, Anordnungen zu treffen. Aber diese Herren, von Johann Busilius vorher genau unterrichtet, wie sie verfahren sollten, benahmen sich mit einem Übermut, dass ihnen die Bürgerschaft die Tore wies. Nunmehr hieß es, Donauwörth befinde sich in offener Rebellion gegen kaiserliche Majestät, und die jesuitische Umgebung Kaiser Rudolfs drang sofort so lange in die letzteren, bis derselbe sich endlich am 3. August 1607 dazu bringen ließ, die Stadt in die Reichsacht zu verfällen.
Ja, also die ganze Stadt wird exkommuniziert. Die Vollziehung derselben, also der Reichsacht, wurde selbstverständlich dem Herzog Maximilian als dem nächsten katholischen Reichsstand übertragen. Und dieser umzingelte sofort Donauwörth mit einer so ansehnlichen Streitmacht, dass an langen Widerstand gar nicht zu denken war. Überdem nahm sich kein einziger der protestantischen Fürsten der armen, bedrängten Bürgerschaft an, und somit blieb derselben nichts übrig, als am 17. Dezember 1607 dem bayerischen Herzoge die Tore zu öffnen. Noch tat sie dies nur unter der Bedingung, dass niemand in seiner Religionsfreiheit sollte gestört werden, und diese Bedingung getreulich zu halten, versprach Maximilian bei seinen fürstlichen Ehren. Na, was diese fürstlichen Ehren wert sind, wenn wir wissen, dass solche Leute, die ihr Leben lang jesuitisch erzogen wurden, immer geistige Vorbehalte einrufen, wissen wir ja inzwischen. Muss ich also doch nicht irgendwie noch besonders kommentieren hier. Darum fährt der Autor auch fort und sagt, wie hielt er nun aber dieses Versprechen bei seinen fürstlichen Ehren geschworen? Auf eine ganz eigentümliche Weise und seinen fürstlichen Ehren keineswegs entsprechend. Seine weltlichen Räte nämlich, oder wie man jetzt sagen würde, seine Minister rieten ihm, das Religionswesen der eroberten Stadt unangetastet zu lassen und dieselbe nur so lange okkupiert, also besetzt zu halten, bis die Kriegskosten bezahlt seien, denn wenn er anders handle, so müssten, weil Donauwörth bislang eine freie Reichsstadt gewesen, notwendig sehr schlimme Bewürfnisse mit den protestantischen Reichsständen für ihn daraus entstehen. Seine geistlichen Ratgeber aber, nämlich der bekannte Beichtvater Johann Buslidius, nebst den frommen Vätern Matthias Mittner und Georg Schrettl, die er nebst noch einigen weiteren Jesuiten mit nach Donauwörth genommen hatte, verlangten von ihm, dass er sofort dem Ketzertum in Donauwörth mit Gewalt ein Ende mache und die Stadt, um den Katholizismus bleibend darin erhalten zu können, seinen Erblanden ohne weiteres einverleibe. Also Schluss mit der freien Stadt, ne? Sie wussten wohl, dass dies ein offener Bruch des Religionsfriedens sei. Und ebenso gut wussten sie, dass der Herzog, wenn er ihnen folge, vor der Welt als ein Ehr- und Wortbrüchiger erscheinen müsse. Allein über den letzteren Punkt beruhigten sie ihn leicht mit dem Satze, dass es ein religiöses Verdienst sei, Ketzern das Wort nicht zu halten. Und was den ersteren Punkt anbelangt, so meinten sie wohl voll Hohn, die protestantischen Reichsstände würden es wegen einer solchen Kleinigkeit nicht zum Äußersten kommen lassen, da sie ja auch zu den Vorgängen in Österreich und an anderen Orten geschwiegen hätten. Sollten sie sich aber in der Tat zu kräftigeren Schritten entschließen, dann sei ja der eigentliche Zweck, die Eröffnung des großen Glaubenskampfes, erreicht. Und in diesen müssten sicher die Katholiken die Oberhand behalten, weil Maximilian gerüstet dastehe und die protestantische Partei nicht. Also ich kann hier eben nicht umhin, mal einen ganz kurzen Kommentar über das Buch abzugeben. Wie der Autor das schafft, solche ellenlangen Sätze doch auf so eine spannende und verständliche Art und Weise zu formulieren, dafür ziehe ich meinen Hut. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, das macht dieses Buch richtig lesenswert. Auf die Art und Weise macht es richtig Spaß, dieses Buch zu studieren. Solchen Argumentationen, fährt der Autor fort, konnte Maximilian nicht widerstehen. Und demgemäß traf er sofort alle zur Unterdrückung des Protestantismus nötigen Anordnungen. Insbesondere jagte er alle lutherischen Geistlichen zu den Toren hinaus und überwies die sämtlichen Kirchen den Söhnen Loyolas. Ebenso verfuhr er auch mit den evangelischen Lehrern, welche ohne Ausnahme durch katholische ersetzt wurden. Die Bürger aber hielt man mit Gewalt an, ihre Kinder wie bisher zur Schule zu senden, und nicht minder waren sie genötigt, in die Messe zu gehen, wenn sie nicht auf alle Weise
wenn sie nicht auf alle Weise gehubelt und gepudelt werden wollten. Also geteert und gefedert, könnte man wohl heute sagen. Kurz, es wurde kein Mittel, auch das schlechteste nicht, gescheut, um die Bürger zur Annahme des alten Glaubens zu bewegen. Ja, natürlich nicht, weil der Zweck heiligt die Mittel. Also wurde kein Mittel, auch das schlechteste nicht gescheut, um die Bürger zur Annahme des alten katholischen Glaubens zu bewegen. Und da Maximilian zugleich den anderen Rat der Jesuiten, Donauwörth in eine jesuitische Landstadt umzuwandeln, mit Bewilligung des jesuitisch bigotten Kaisers Rudolf II. Ebenfalls durchführte, so gelang das Bekehrungswerk in wenigen Jahren ganz vollkommen. Und die protestantischen Stände? Tja, nun, diese waren eben damals zusammengekommen mit den Katholischen zwischen 1607 und 1608 auf einem Reichstag in Regensburg versammelt, und sie sahen recht wohl ein, was dieses Gewaltsverfahren eigentlich zu bedeuten habe. Sie sahen ein, dass die Okkupation Donauwörths nichts anderes sei als sozusagen der Umsturz des ersten Strebepfeilers am großen Religionsfriedensdom, und dass zweifellos im Hohen Rat des Ordens Jesu beschlossen worden sein müsse, das Vertilgungswerk des Ketzertums bei den schwächsten Gliedern der protestantischen Stände, bei den kleinen Reichsstädten zu beginnen, um dann später nach Maßgabe der Umstände die Stärkeren an die Reihe kommen zu lassen. Auch hier muss ich noch mal kurz einen Kommentar abgeben zu dem, was wir am Anfang dieses Satzes hier lesen. Sie sahen ein, dass die Okkupation, also die Besetzung Donauwörths, nichts anderes sei als sozusagen der Umsturz des ersten Strebepfeilers am großen Religionsfriedensdom. Dieser Umsturz, das nannte man früher auch ein Coup d'État, und heutzutage, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, nennt man das Regime Change in Neudeutsch. Das ist nichts anderes, was die Jesuiten hier in Donauwörth damals getan hatten, was sie davor in Paderborn damals getan hatten, wie wir in der Lesung davor gelesen haben. Das ist, was man heute als Regime Change bezeichnet. Also wenn ihr die Nachrichten verfolgt, wobei ich nicht verstehe, warum man das überhaupt tun sollte, aber es gibt ja genügend Leute von euch, die tun das noch. Deswegen heißen die ja auch Nachrichten, damit ja, du dich ist, da auch nachrichtest. Ja, ne? Ja, komm, also auf den Quatsch lasse ich mich jetzt nicht ein, diese Wortklauberei. Aber halt, wenn man sich die Neuigkeiten anguckt, die im Fernsehen so verbreitet werden, über zum Beispiel Syrien, wo sie ja auf einen Regime-Change hinwollen, wie sie es in der Vergangenheit in Libyen gemacht haben, wie sie es in Irak gemacht haben. Das sind ja alles Länder, die sind einem Coup d'État, einem Staatsstreich zum Opfer gefallen. Einem Staatsstreich, der verkleidet war, den man so nicht erkannt hat. Und nur George W. Bush hat damals ganz deutlich gesagt, dass es um einen Kreuzzug geht. Ja? Und zwar am 16. September 2001, wenn ich mich im Datum jetzt nicht irre, muss es gewesen sein. Gibt da ja auch ein Zitat von ihm. Ich habe sogar die Audioaufnahme davon. This crusade, sagt er, dieser Kreuzzug wird eine ganze Weile dauern. Und das ist hier im Grunde nichts anderes. Hier geht es auch um einen Glaubenskrieg, der geführt wird. Das ist auch ein Kreuzzug. Aber es wird halt angefangen, mit diese kleinen Städte umzuwerfen. Und wenn man dann genügend hinter sich hat, dann kann man mit dem Großen beginnen. Und das ist nichts anderes als das, was man heute bezeichnet als Coup d'État. Da wollte ich nur mal eben hin. Oder Regime Change. Um das mal ein bisschen einzudeutschen, dass unsere Zuhörer und Zuschauer von diesem Video, dass die da nicht ganz so mit bewandert sind, das vielleicht auch auf die heutige Zeit ein wenig umdeuten können. Das alles, fährt der Autor fort, das alles sahen sie recht wohl ein und sprachen es auch unumwunden aus. Allein, was taten sie nun? Ach, eine Tat erwartete man vergebens von ihnen. Sie begnügten sich vielmehr mit einer Protestation, das ist, mit einer Protestation in Worten, um welche sich die andere Partei auch nicht ein Jota kümmerte. Aber, muss ich hier mal eben hinzufügen, das ist genau das, was die Bibel von uns fordert.
Die Bibel sagt nämlich nicht, dass wir auch das Schwert nehmen müssen und dagegen ankämpfen sollen, sondern die Bibel sagt, dass wir nur mit dem Wort Gottes, dem zweischneidigen Schwert des Wortes unseres Herrn, kämpfen sollen. Von daher, auch wenn der Autor das hier ins Lächerliche mit reinzieht, stimme ich den Leuten richtig zu. Sie müssen da keine Schwerter ergreifen und gegen die Leute im Fleisch kämpfen, sondern sie müssen protestieren und, um es in richtigen Worten auszudrücken, dass jeder es versteht, die Bibel hochhalten und sagen, es steht geschrieben. Nur damit kann man rechtmäßig stehen. Dass sie das vielleicht auch nicht richtig gemacht haben, ist eine andere Sache. Da will ich jetzt auch gar nicht drauf ein. So genau geht der Autor jetzt hier ja auch nicht drauf ein. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, auch wenn der Autor das hier amüsant schreibt, sie begnügten sich vielmehr mit einer Protestation. Das ist mit einer Protestation in Worten. Ja, also in Worten mit dem Wort Gottes, um welche sich die andere Partei auch nicht ein Jota kümmerte. Ja, das ist normal, das tun sie auch nicht. Dem Papst kümmert es auch nicht, wenn du dem die Bibel unter die Nase hältst. Den Teufel kümmert es schon, der läuft nämlich dann weg. Wenn der die Bibel sieht, dann ist er futschi. Ja, da hat er nämlich kein Argument gegen, der Papst übrigens auch nicht. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, dass die Protestanten hier jetzt nicht gleich die Schwerter ergriffen haben und angefangen haben, Blut zu vergießen, das finde ich lobenswert. Das finde ich eine richtige biblische Aktion. Da kann man es noch so lächerlich klingen lassen, dass sie nur mit einer Protestation reagierten und dass natürlich diese Protestation von den Jesuiten, also von der anderen Partei, dass die sich da nicht einen Jota drum kümmerten, das ist eine andere Sache. Aber sie haben die richtige Maßnahme ergriffen. Finde ich zumindest. Was ist denn deine Meinung dazu, Michael? Ich habe gerade ein Sprichwort gesucht, was ich im Kopf hatte, aber im Endeffekt ist man ja dann auch verantwortlich für das, was man nicht sagt, wenn Unrecht geschieht. Ja. Es geht ja nicht darum, was sie nicht gesagt haben. Sie haben ja eine Protestation getan. Sie haben ja Worte sprechen lassen. Ja, ja. Deswegen sage ich ja, also im Endeffekt hätte man sich ja dann falsch verhalten, wenn man da nichts zu gesagt hätte. Das meine ich damit. Nein, nein, sie haben ja etwas gesagt. Sie haben halt nur nicht das Schwert ergriffen und kein Blut fließen lassen. Das ist ja der Punkt, den ich die ganze Zeit mache. Ja. Sie haben ja richtig reagiert mit ihrer Protestation. Ja, natürlich. Deswegen sage ich ja. Deswegen, ich drücke es jetzt falsch rum aus. Ich habe ja gesagt, wenn man nichts gesagt hätte, hätte man sich falsch verhalten. Ja, natürlich. Ja? Und deswegen war ja gut, dass man da Partei ergriffen hat. Oder dass man halt da halt einfach sich verteidigt hat. Aber natürlich sind die einfachen Leute dann gegenüber solchen Übermachten, die ja dann auch durch große finanzielle Mittel die ganzen Heere da immer zusammenstellen, natürlich dann auch irgendwo in ihren Mitteln beschränkt. Ne? Mhm. Gut, dann lesen wir mal weiter. Doch entstand ein Gutes daraus, nämlich im Mai 1608 die Gründung der Protestantischen Union, welche um Lutheraner und Calvinisten, die bisherigen geschworenen Todfeinde, das Band der Brüderlichkeit schlingen sollte. Nur hatte diese Union leider zu kurzen Bestand, um eine wirklich nachhaltige Wirkung zu haben. Und überdies rief nun im Juli 1609 Maximilian I. die katholische Liga ins Leben, deren Stärke der Union jedenfalls das Gleichgewicht hielt. Also auch hier muss ich nochmal einen kurzen Kommentar abgeben, bevor ich weiterlese, dass sich jetzt hier endlich mal die Lutheraner und die Calvinisten zusammengerauft haben und sich auf das wirklich berufen, was sie immer als Credo ausschreien, die Schrift und die Schrift alleine. Und mit der Schrift und der Schrift alleine ziehen wir gemeinsam gegen nicht nur unseren gemeinsamen Feind, sondern vor allen Dingen gegen den Feind Jesu Christi zu Werke. Das finde ich eine sehr gute Sache. Dass das nicht lange gehalten hat, weiß ich nicht weswegen, aber es ist ja leider immer so, dass eben die verschiedenen Bibelauslegungen oftmals der Vernunft Überhand gewinnen. Leider. Und dass solche Bündnisse dann eben nicht von allzu langer Dauer sind. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Verbindung, die die Lutheraner hier mit den Calvinisten eingegangen sind, um einen Bund zu schließen gegen den gemeinsamen Feind, nämlich die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche, sehr lobenswert. Die katholische Liga, die hier ins Leben gerufen wurde, da gibt es auch ein anderes interessantes Buch, in dem man solche Dinge mal nachlesen kann.
Das habe ich mir hier auch mal besorgt. Welches ist denn das? Ach nee, das ist hier von Franz von Papen. Das meinte ich jetzt gar nicht. Das ist ein anderes Buch. Das habe ich jetzt hier nicht auf meinem Schreibtisch liegen. Aber das ist auch in Englisch. Stimmt, das ist in Englisch. Das kann ich euch ja gar nicht vorlesen. Das behandelt die Zeit zwischen 1866 und der Gründung des Reiches. Da wird auch von diesen katholischen Ligas und diesen Vereinen gesprochen, die sie damals gegründet hatten. Aber das ist ein anderes Thema. Also, die Lutheraner und die Calvinisten hatten sich zusammengerauft gegen den gemeinsamen Feind, aber die erste katholische Liga, die ins Leben gerufen wurde, die war in der Stärke so, dass sie der Union das Gleichgewicht hielt. Der Autor fährt dann fort und sagt: Welches waren also die Folgen des jesuitischen Attentats auf Donauwörth? Nichts anderes als die nunmehr offen zutage liegende Spaltung Deutschlands in zwei große feindliche Heerlager, welche nur des Zeichens ihrer Führer harrten, um einander tödlich zu bekämpfen. Ja, diese Spaltung Deutschlands hat sich durchgezogen, bis Bismarck es geschafft hat, mit Preußen den Süden zu besiegen und das Zweite Deutsche Reich 1871 zu gründen. Das muss man mal eben so ganz deutlich sagen. Und die Jesuiten gefiel das natürlich überhaupt nicht, dass jetzt die protestantischen Preußen überhand hatten. Sie wollten immer, dass der katholische Süden Deutschlands die Überhand hat. Und das kommt ja sehr deutlich zutage, wenn ihr meine Lesung Die verborgene Geschichte der Jesuiten verfolgt habt. Du sagtest gerade, Kaiser Wilhelm hat dann die Protestanten vereinigt. Er hat ja dann auch die Jesuiten verboten, glaube ich, oder? Da war doch auch ein Ich habe Zeitpunkt. von Kaiser Wilhelm überhaupt nicht gesprochen. Ich habe Ach, von das. Bismarck gesprochen. Bismarck hatte mit dem Norddeutschen Bund einen Krieg geführt Ja. gegen den Süddeutschen Bund und hat gewonnen. Ah, okay, gut, verstehe. Bei Königsegg oder sowas war die entscheidende Schlacht dazu. Und damals hatte also dann die protestantische preußische Macht über die süddeutsche katholische Macht gewonnen. Und dadurch hat er dann halt, durch diese beiden Bünde zerschlagen zu haben, im Grunde hat er das Deutsche Reich gegründet. Das Deutsche Reich von 1871. Ja? Und das war den Jesuiten natürlich deswegen ein Dorn im Auge, weil die Protestanten die Übermacht hatten und sie wollten immer, dass die Katholiken die Übermacht hatten. Deswegen haben sie dafür gesorgt, dass mit dem Zweiten Weltkrieg eben aus Österreich, aus dem Süden, einer kam, den wir unter dem Namen Adolf Hitler kennen, der ein Reich errichtet hat, ja, in Berlin, das sogenannte Dritte Reich nach dem Zweiten, das Dritte Reich, das Nachfolgereich, das eben katholisch regiert war. Ja? Das Ja. Dritte Reich war die katholischste Regierung, die Deutschland bis jetzt jemals hatte. Und war hundertprozentig von den Jesuiten angeführt. Und natürlich das genaue Gegenstück zu dem protestantischen Reich, das Bismarck 1871 gegründet hatte. Ja, Das, und ich wovon habe. du jetzt sprichst, dass die den Jesuiten Unterschlupf gewährt hatten oder so, das war in der Zeit, als die Jesuiten verboten wurden. Das war Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts, Das meinte dass ich. nur Preußen und Russland, in Russland war es die Katharina und in Preußen war es der damalige preußische Kaiser oder König, besser gesagt, der den Jesuiten Unterschlupf gewährt hat in der Zeit ihrer Unterdrückung zwischen 1773 und 1814. Aber da sprechen wir ja von einer anderen Zeitspanne, als wo wir hier sprechen. Ja, Hier sind wir deswegen. noch am Anfang des 17. Jahrhunderts, ne? Ja, da bin ich zu weit. Nee, ist ja nicht weiter schlimm, aber da, guck, Michael, das sind ja diese Sachen, wenn man über solche Dinge spricht, das ist ja gerade das, was solche Sendungen oder solche Lesungen hier interessant macht. Und gerade wenn man sich mal in der Zeit irgendwo ein bisschen verfranst, dann kann man ja auch wieder dahin gehen und kann sagen, kann man das und das noch ein bisschen erklären. Finde ich ja ganz in Ordnung. Ja, ich Kann wusste ja. nur, dass die in Deutschland und in der Schweiz verboten waren, zum Zeitpunkt der Jahrhundertwende 1870 bis 1917, 18. Na, also da waren sie in mehreren Ländern verboten. Da waren sie Ja, in ja. Frankreich teilweise auch verboten. Das hatten wir ja auch bereits in
die verborgene Geschichte der Jesuiten gelesen. Dadurch hatten sie ja damals dann die Dreyfus-Affäre angespannt und so, und solche ganzen Sachen. Also die Jesuiten waren öfter noch mal in anderen Regionen verboten. Also in der Schweiz waren sie übrigens nicht verboten, meines Erachtens. In der Schweiz gab es nur einen Artikel in der Schweizer Verfassung, dass die Jesuiten da bestimmte Dinge nicht ausüben durften. Und dieser Artikel ist dann in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gestürzt. Also ich habe gerade nochmal nachgelesen, es steht zumindest jetzt hier drin, die Schweizer Bundesverfassung von 1874 verbot den Orden in der Schweiz. Dieser konfessionelle Ausnahmeartikel wurde erst im Jahre 1973 aufgehoben. 73, ja, 70er Jahre. Ja, ja. Ja gut, aber die Jesuiten als selbe wurden nicht verboten, sondern es wurde nur ihre Betätigung, ihre politische Betätigung und so, das wurde verboten. Der Orden selber war nicht, sagen wir jetzt mal, war nicht ausgewiesen. Ja? Die sind in der Schweiz ja immer gewesen. Geht ja auch nicht anders. Die Jesuiten oder die Templer haben ja die Schweiz gehandelt, ne? Ja, ich meine, man schaut auf die Flagge, ne? Ja, ist ja dasselbe wie die Vereinigten Staaten von Amerika, ne? Die Jesuiten sind niemals in den Vereinigten Staaten von Amerika verboten worden, weil das Land haben sie selber gegründet. Aus dem Land, was man selber gründet, wird man nicht rausgeschmissen. Und was man in der Schweiz verboten hatte, das war der Artikel, das ist nicht ein Verbot der Jesuiten, das ist ein Verbot der jesuitischen Betätigung in der Politik. Das war verboten. Da gab es diesen Zusatz in der Verfassung dazu. Okay. Der wurde in den 50er Jahren letzten Jahrhunderts wurde der zur Diskussion gebracht, dass man den nicht aufheben sollte. Und das hat dann bis, wie du sagst, 1973 gedauert und dann wurde er endlich aufgehoben. Also 20 Jahre Diskussion, bis das dann gemacht wurde. Aber da ging es nur um die politische Betätigung der Jesuiten. Da ging es nicht um den Jesuitenorden komplett zu verbieten. Das waren sie nicht. Jedenfalls nicht nach dem, was ich gelesen und gelernt habe in der Zwischenzeit. Gut, lasst uns mal weiterfahren. Wo war ich denn jetzt hier stehen geblieben? Jetzt habe ich hier... Das sehe ich jetzt hier gar nicht mehr. Normalerweise streiche ich mir das immer kurz blau an hier im Text, dass ich weiß, wo ich gewesen 281. War. Ja, ich weiß die Seite, aber ich weiß nicht, wo. Hier unten bei die Jesuiten oder wo muss ich weiterlesen? Ziemlich weiß, die Jesuiten. Die Jesuiten kamen also, ne? Da muss ja, ich weiterlesen, genau. Ne? Genau, ja, dachte ich auch, ja. Ja. Ja, ich hatte das hier nicht. Ich hatte das angestrichen, aber dann ist das Angestrichene weggegangen, ja. Also. Wir lesen den Satz davor eben nochmal, um wieder reinzukommen. Nichts anderes als die nunmehr offen zutage liegende Spaltung Deutschlands in zwei große feindliche Heerlager, nämlich die Protestanten im Norden gegen die Katholiken im Süden, welche nur des Zeichens ihrer früherer harten, um einander tödlich zu bekämpfen. Und damit fühle ich mich ziemlich bestätigt mit meiner Vorhersage der letzten Sendung, wo ich gesagt hatte, dass das alles zur Vorbereitung des 30-jährigen Krieges dient. Die Jesuiten kamen also, wie man sieht, ihrem großen Ziele immer näher. Doch musste vorher, ehe der eigentliche Aktus des großen Glaubenskampfes begann, noch ein zweites Vorspiel aufgeführt werden, nämlich die Katholischwerdung Wolfgang Wilhelms von Pfalz-Neuburg und die Ausrottung des Protestantismus in seinen Landen. Mal eben sehen, wie weit sind wir denn mit unserer Videoaufnahme hier. 53 Minuten, dann können wir noch ein Momentchen weiterlesen. Nachdem nämlich der Herzog Johann Wilhelm III. Von Jülich und Kleve im März 1609 ohne unmittelbare Nachkommen verstorben war, glaubten die beiden fürstlichen Häuser Pfalz-Neuburg und Kurbrandenburg gleiche Rechte auf das Erbe zu haben. Und es ward sofort Jülich vom Erbprinzen Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Kleve aber vom Kurfürsten Johann Sigmund von Brandenburg in Besitz genommen. Jeder der beiden hohen Herren hätte aber gerne das ganze Erbe gehabt. Und jeder von ihnen wandte sich daher an die Protestantische Union. Also, wie wir gerade gelehrt hatten, der Zusammenschluss zwischen den Lutheranen und den Calvinisten. Deren Mitglieder sie beide waren, verlangend, dass sich dieselbe auf dem Reichstag für ihn verwende. Die Union hätte sich also darüber entscheiden sollen, welchem von den beiden Prätendenten sie den Vorzug gebe. Und es schien in der Tat eine Zeit lang, als ob Kurbrandenburg den Sieg davontragen würde. Doch schien es nur so, doch schien dies nur so, denn die Mitglieder der Union waren viel zu uneinig und energielos, um sich irgend definitiv zu entscheiden, und Kurbrandenburg wie Pfalz-Neuburg ward daher von einem Termin zum anderen hinausgeschoben.
Da wurde dem Wolfgang Wilhelm auf Anraten der Jesuiten durch den Gesandten Philipps III., Königs von Spanien, angedeutet, dass es ein ganz probates Mittel gäbe, sich der ganzen Erbschaft zu versichern. Nämlich, wenn Wolfgang Wilhelm durch Verschwägerung mit dem bayerischen Hause die mächtige Fürsprache des Herzogs Maximilians I. und der mit ihm verbundenen Liga gewinne. Also, wenn ich die Lager wechsle und wenn ich mich mit dem Teufel verheirate. Dies leuchtete dem Pfalz-Neuburger ein und er warb demgemäß um die Hand der Prinzessin Magdalena, der Schwester Maximilians. Dieser aber sagte zwar nicht nein, erklärte dagegen aufs Bestimmteste, dass er nun und nimmer, also nie und nimmer wohl, einen Ketzer seinen Schwager nennen werde. Ja, also wir sagen heute nie und nimmer und der Autor schreibt hier nun und nimmer. Das war deutlich gesprochen und konnte überhaupt nicht missverstanden werden. Doch Wolfgang Wilhelm hatte bisher, wie überhaupt seine ganze Familie, unter die orthodoxesten aller orthodoxen Lutheraner gehört. Und er rühmte sich, dass er die Bibel des Jahres nicht weniger als 2 Dutzend Male durchlese. Wie schafft er das denn? Wie mochte also von ihm erwartet werden, dass er je seinen Glauben ändern könnte? Allein merkwürdig, es wurden nun doch plötzlich in den Herzen Neuburgers Zweifel rege, ob er bisher den wahren Glauben gehabt habe und wie er sofort zur Betreibung seiner Hochzeitsaffäre in München ankam, wusste ihn da selbst der schon so oft genannte Johann Buslidius so vortrefflich zu bearbeiten, dass es am Ende gänzlich bei ihm zum Durchbruch kam. Somit trat er im Juli 1613 heimlich, er fürchtete den Zorn seines alten noch lebenden Vaters, zur katholischen Religion über und heiratete 4 Monate später Herzog Maximilians Schwester. Nicht lange nachher jedoch verbreiteten die Jesuiten absichtlich die Kunde seines Übertritts, um ihn zu zwingen, aus der Heimlichkeit hervorzutreten, und solches tat er auch richtig im Mai 1614, nicht achtend darauf, dass diese seine Handlungsweise seinem armen Vater notwendig das Herz brechen müsste, wie auch richtig 2 Monate später geschehen ist. Also, wir lesen hier jetzt wirklich, wo wir in 1614 bereits angekommen sind, vom Anlauf zum Dreißigjährigen Krieg. Und ich möchte die Lesung darum hier in diesem Moment mit dem Cliffhanger, wie man so schön sagt. Gibt es eigentlich ein deutsches Wort für Michael, für Cliffhanger? Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Kannst ja mal eben im Übersetzungsprogramm gucken, ob es eine Übersetzung für gibt. Also wir sagen hier in Flämisch ja immer, in Englisch sagt man ja auch immer on the tip of your chair, ja, dass man also an der Spitze seines Stuhls sitzen bleibt, so hin und her wiebeln. Wie geht's jetzt weiter? Also mit diesem Augenblick hier möchte ich deswegen die Lesung gerne beenden, weil ich denke, das ist ein schöner, auch wenn ich das englische Wort gebrauchen muss, Cliffhanger. Michael wird gleich mal nachgucken, was dafür das deutsche Wort ist, dann gebrochen wird in der Zukunft das. Aber ich glaube, dass das ein guter Abschluss ist für diese Lesung, die wir heute am Sabbat gemacht haben. Und dass wir wirklich sehen, weil ich kenne das Buch ja auch nicht, ich lese es auch alles hier zum ersten Mal, aber wie wir doch sehen, wie diese ganze Handlung, die wir heute gelesen haben und auch in der letzten Lesung gelesen haben, wirklich auf den 30-jährigen Krieg ganz deutlich die Vorbereitungen zeigt und darauf hinausführen wird. Hast du noch eine Anmerkung zum Schluss zu machen, Michael, für die Lesung heute? Ja, offener Ausgang. Offener Ausgang. Offener Ausgang wäre jetzt so die Übersetzung. Offener Ausgang, offenes Ende. Genau, also da gibt es jetzt ansonsten keine besondere deutsche Beschreibung für anscheinend. Also verständnismäßig würde ich Cliffhanger niemals mit offener Ausgang übersetzen, weil Cliffhanger ist ja, dass man in der Spannung gehalten wird. Das hat ja nichts mit offenem Ausgang zu tun. Also von daher... Naja, gut, die Übersetzer, manche Dinge kann man eigentlich nicht richtig übersetzen. Das ist genau wie mit dem Deutschen, weißt du, im Englischen sagen sie Kindergarten, da gibt es auch kein echtes, gutes englisches Wort für. Und für das englische Wort Cliffhanger gibt es auch wirklich keine echte, gute deutsche Übersetzung, weil offener Ausgang ist ja Quatsch, finde ich persönlich. Gibt es zum Beispiel eine lustige englische Phrase, die heißt da Nailbiter, also Nagelbeißer. Mhm.
wäre dann zu Deutsch die Zitterpartie. Also da kann man es ja dann auch nicht so richtig übersetzen. Naja, oder Nägelkauer, ne? Dass man eben aus Ja. Nervosität oder was an seinen Fingernägeln kaut, ne? Genau. Wo du diese, also als zum Schluss dieser Buchbesprechung fiel mir die ganze Zeit so ein Bild ein, als du da beschrieben hattest, diese Protestaktion gegenüber der Übermacht der katholischen Union, ja. Union, genau. Da fiel mir ein Bild ein, was du sicherlich und viele da draußen auch kennen, und zwar dieses bekannte Bild von dem Tankman. Der ist derjenige, der 1989 während des Massakers am Platz des Chemischen Friedens Ah ja, sich mit auf dem zwei Einkaufs Tiananmenplatz, ja. ja auf, mit zwei Einkaufstüten links und rechts in der Hand vor einem Konvoi von Panzern stellte und den erstmal blockierte. Und so ungefähr stelle ich mir so diesen zivilen Ungehorsam vor oder diesen Mut vor, den man dann haben muss, um sich halt mit so einer Institution anzulegen. Also ich finde dieses Bild nach wie vor unheimlich ausdrucksstark. Das finde ich eine schöne Erklärung von dir abgegeben. Ja. Ja, dem stimme ich so zu, ja. Gut, wenn das deine abschließenden Gedanken waren zu der Lesung heute, dann möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, Michael, für deine Anwesenheit bei dieser Lesung. Und ich hoffe, dass du auch nächstes Mal wieder dabei sein kannst. Manchmal klappt es nicht, weil ich mache oftmals mehr Lesungen, als dass der Michael Zeit hat, mich dabei zu begleiten. Aber mir gefällt es, die Lesung mit ihm zusammen zu machen und mal gucken. Ich habe ja auch noch andere Dinge, die ich mache. Ich habe mir schon wieder ein paar andere Dinge vorgenommen, also kann ich das auch immer zwischenschieben. Und vielleicht kann Michael dann beim nächsten Mal bei der Lesung dabei sein. Auf jeden Fall wird er heute Nachmittag dabei sein, wenn wir die nächste Lesung in Cold World Babylon in Englisch mit Brett machen, das wir dann auch zu dritt machen werden. Also Michael, von meiner Seite aus herzlichen Dank für deine Begleitung und deine Anwesenheit, auch für deine Kommentare und deinen Input oder Input, deine Eingabe, um es in deutschen Worten zu sagen, für dieses Video. Und meinen Zuschauern und Zuhörern möchte ich danken fürs Zuschauen und Zuhören und eventuell auch fürs Kommentieren. Bis jetzt sind ja die Kommentare auf diesen Videos sehr, 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 sehr dürftig. Also ich bin wirklich ganz stark am Überlegen, ob ich diese Lesung nicht auch auf meinem Hauptkanal veröffentlichen soll. Da muss ich das irgendwie, weiß was ich, 4, 5 Videos pro Tag mal hochladen. Einfach nur, dass es dasteht, weil es wird auf dem zweiten Kanal wird es überhaupt nicht geschaut. Also wenn ich da nach 2 Monaten 300 Klicks habe auf den Videos, dann finde ich es schade, dass diese doch für deutsche wichtige Geschichte so wenig Verbreitung findet. Und möchte dafür auch an jeden appellieren, der diese Videos schaut und einen eigenen Videokanal hat. Leute, diese Arbeit ist komplett urheberrechtsfrei. Und wenn ihr einen eigenen YouTube-Kanal habt und wenn ihr auf Facebook oder was weiß ich wo seid und diese Videos verteilen könnt und wieder hochladen könnt, dann tut das. Ladet das wieder hoch auf YouTube, auf TrueTube, auf was weiß ich nicht, welche Medien es noch alle gibt, auf Vimeo und welche anderen Videokanäle es noch gibt. Ich meine, ich bin ja nur eine Person und ich kann nur so viele Leute erreichen. Je mehr das verbreitet wird, diese Kenntnis über die Jesuiten, desto besser ist es, weil die Jesuiten kommen in den letzten Jahren ganz offen aus für ihre Macht, die sie über jeden haben. Und nur wenn man weiß, wer die Jesuiten wirklich sind und ihre Geschichte kennt, und dazu dient die Lesung dieses Buches, dann kann man sie richtig einschätzen und dann kann man die Gefahr, die uns heute ständig und jeden Tag mehr und mehr blüht, auch richtig erkennen. Wer sich ein Christ nennt und die Möglichkeiten hat und dieses Video gut findet und es nicht weiter hochlädt, der macht sich schuldig. Das will ich mal ganz deutlich so sagen. Und ich finde es schade, dass es viele Leute gibt, die sich die Mühe nicht machen. Aber diejenigen, die sich die Mühe machen, die darüber sprechen, die es im Freundeskreis und Familienkreis zusammen schauen und besprechen, denen danke ich dafür, dass sie es verbreiten. Und ich hoffe, es wird viel Verbreitung finden. Nicht nur diese Arbeit, sondern auch viele andere Arbeiten. Nicht nur von mir, auch von anderen Kanälen. Solange sie die wahre Wahrheit, die einzige Wahrheit, das Wort Gottes verbreiten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.